Die Europäische Zentralbank veröffentlicht eine neue geldpolitische Strategie. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich zu diesem kurzen Update begrüßen. Sie werden ohnehin noch ein großes Presseecho, viele Interpretationen und Meinungen zu den heutigen Informationen und Aussagen bekommen. Wir blicken dementsprechend auf die Pressemitteilung. Die wesentlichen Kernaussagen finden Sie hier dargestellt. Alle Informationen sind auch auf der Webseite der Europäischen Zentralbank verfügbar. Wir sehen schon hier, der EZB-Rat hat die neue geldpolitische Strategie verabschiedet. Man sieht insgesamt ein symmetrisches mittelfristiges Inflationsziel von 2% vor. Also man trennt sich etwas von diesem Aspekt nahe 2%. Das war ja oft etwas, was den einen oder anderen auch in der Aussprache vor Herausforderungen gestellt hat. Von daher sagt man, sowohl ein Überschreiten als auch ein Unterschreiten soll gleichgewichtet bekämpft werden. Ich denke, das keine wirklich große Überraschung, vor allem im Hinblick auf die Meinung und die Positionierung der Investoren. Man teilt aber auch gleichzeitig mit, dass die HVPI, die harmonisierten Verbraucherpreisindizes, eine geeignete Messgröße sind, um die Preisentwicklung abzubilden. Das ist natürlich wichtig zu sagen, was ist die Referenz, wenn wir über geldpolitische Ziele sprechen. Und auch hier sollen perspektivisch entsprechend die Daten zur Entwicklung von Wohnungspreisen für eigennutzte Immobilien bzw. Wohnkosten mit eingehen. Das muss natürlich über einen mittel- bis längerfristigen Zeitrahmen implementiert werden, weil das Auswirkungen auf die Inflationspreise und auf die Inflationsentwicklung dementsprechend hat. Insgesamt sagt man, naja gut, wir haben relativ lange gebraucht. Wir haben im Januar 2020 angefangen, unsere Strategie zu überprüfen, haben das in verschiedenen Strategielinien auch getan. Und ein Aspekt, den wir uns gleich noch anschauen werden, man hat auch ambitionierte klimabezogene Maßnahmen verabschiedet und besprochen, respektive kommuniziert. Und ich glaube, dieser Punkt wird auch das größte Thema sein, an dem die Marktteilnehmer und Interpretationen sich scheiden werden, wo die Geister dann diskutieren werden, wie ist das Ganze auch hier einzuordnen. Ist das noch im Rahmen des EZB-Mandates, ja oder nein? Aber Sie alle wissen ja um das Thema Klimawandel, menschgemacht, menschverstärkt, menschenunabhängig. Aber sei es drum, für die Investoren hat das massive Auswirkungen, die möchte ich dann nochmal darstellen. Wenn wir also zunächst auf der Ebene der klassischen Anlage bleiben, dann wird es auch nach dieser Mitteilung der Europäischen Zentralbank dabei bleiben, dass die Marktteilnehmer auf die Inflationserwartungen schauen, die man am Kapitalmarkt ablesen kann. Das sind die Inflationsswaps, wie hier dargestellt. Man wird weiterhin auf die langfristigen Inflationserwartungen blicken, wie hier für 5 Jahre, in 5 Jahren. Man wird weiterhin unterscheiden zwischen Kerninflationsrate und klassischer Headline Inflation. Lediglich die Interpretation ist die, dass die Notenbank jetzt vielleicht noch etwas lockerer sein kann, als sie das ohnehin schon war. Also dementsprechend keine große Veränderung. Die Realzinsen, die bleiben negativ. Finanzielle Repression ist das große Thema. Das begünstigt on the long run die Sachwerte. Nichtsdestotrotz darf das aber auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Zinsen jetzt im Trend seit vielen Jahrzehnten gefallen sind. Das hat Immobilien- und Aktienpreise und auch die Bewertungen von Unternehmensbeteiligung positiv beeinflusst. Und die Frage natürlich, kann das ewig so weitergehen oder werden wir perspektivisch wieder etwas mehr Taktik in der Vermögensstrukturierung benötigen, weil eben die Märkte nicht einfach nur bewertungsbedingt steigen. Das andere Thema ist aber in der separaten Pressemitteilung enthalten. Hier geht es ganz bewusst um die klimapolitischen Ambitionen, wenn man es so formulieren darf. Deswegen auch das aus der Pressemitteilung hier herausgegriffen, also diesen Maßnahmenplan zur Berücksichtigung von Klimaschutzaspekten im Rahmen der geldpolitischen Strategie. Also der EZB-Rat, der setzt sich ausdrücklich dafür ein, dass man die Aspekte, die dem Klimaschutz dienen, im Rahmen der geldpolitischen Maßnahmen einfließen lassen soll. Man möchte weitere makroökonomische Modelle aufbauen. Man will auch hier insgesamt auch schauen, wie sieht es eigentlich mit Offenlegung, Transparenz, Risikobewertung auf, was auch den Ankauf von Wertpapieren angeht. Auch das ist ja ein Thema, da die Notenbank ja neben dem, dass sie die Zinssätze für beispielsweise die kurzfristigen Refinanzierungen festlegt, natürlich auch über Anleiheaufkaufprogramme am Kapitalmarkt interveniert, damit auch das mittel- und langfristige Ende der Zinsstrukturkurven beeinflusst, vielleicht auch entsprechend dafür sorgt, dass die Risikoprämien sehr stark verzerrt werden. Also auch hier nochmal das Thema Maßnahmenplan im Einklang mit den EU-Maßnahmen. Wichtiges Thema, Offenlegung, großes Thema und die Berichterstattung zur ökologischen Nachhaltigkeit.
Ein großes Beispiel, wo das Relevanz haben wird, habe ich Ihnen hier mitgebracht. Also hier geht es konkret um Ankäufe von Wertpapieren des Unternehmenssektors. Also auch wenn Unternehmensanleihen gekauft werden, was natürlich die Finanzierungsfähigkeit der Unternehmen verbessert, was Unternehmen begünstigt, die sich am Kapitalmarkt refinanzieren. Künftig wird man hier also auch noch stärker bei der Allokation, bei den Ankäufen schauen, naja, wie sind die Klimakriterien, behalten oder betrachten die Emittenten die Rechtsvorschriften, die es hier gibt, was ist mit den Zielen rund um das Pariser Abkommen. Also auch hier will man beginnen, ab dem ersten Quartal 2023 klimabezogene Informationen zu veröffentlichen und diese natürlich dann eben auch zu berücksichtigen. Also ich glaube, das wird noch ein ganz spannendes Thema werden, weil sie damit natürlich Kapitalflüsse beeinflussen, weil sie damit auch Investoren, also andere Investoren auch beeinflussen. Tendenziell als Investor kaufe ich ja lieber auch Anleihen, die perspektivisch im Anleiheaufkaufprogramm der Europäischen Zentralbank auch Berücksichtigung finden, weil dann die Liquidität natürlich höher ist, weil dann die Wahrscheinlichkeit, diese Papiere auch wieder abgeben zu können, vor der Fälligkeit höher ist. Also höhere Liquidität heißt geringere Spreads. Geringere Spreads können auch erwartet geringere Risikoprämien bedeuten, das bedeutet geringere Refinanzierungskosten. Geringere Refinanzierungskosten sind ein Wettbewerbsvorteil. Unternehmen, die hier vielleicht Kriterien nicht mehr erfüllen, die werden sich vielleicht gar nicht mehr refinanzieren können, werden auf private Finanzierungsquellen umsteigen müssen, die sind dann teurer. Also das wird noch viel an Diskussionen auch geben, was hier richtig ist, wo die Europäische Zentralbank vielleicht auch ihre Grenzen überschreitet, aber wenn wir die heutige Kommunikation nehmen, dann sind Anleger gut beraten, diese Aspekte zu berücksichtigen. Das gilt insgesamt und dementsprechend passt auch die heutige EZB-Kommunikation sehr gut ins Thema, was wir momentan sehen, dieses Thema Klimaschutzaspekte, ESG, Environmental, Social, Governance-Themen und hier mal dargestellt von BlackRock, wo es auch darum geht zu sagen, naja, wie kann man denn Klimaschutz bezogene Themen in die Vermögensstrukturierung berücksichtigen. Wichtig für die Herleitung der strategischen Asset Allocation natürlich der Makro-Channel, also sprich, welche Makro-Variablen werden hier betroffen. Was heißt das insgesamt für die Risikoprämien? Sie wissen, Anleger verdienen ja im Nullzinsumfeld immer nur eine positive Rendite durch Risikoprämien, durch Bonitätsrisiken, Zinsänderungsrisiken, durch unternehmerische Risiken, durch Illiquiditätsprämien, Small-Cap-Effekt und ähnliches. Dann natürlich der Repricing-Channel, weil Themen neu betrachtet werden. Dann haben wir das Thema Kapitalflüsse in die nachhaltigen Assets. Das schließt ja sehr gut auch die Brücke zu meinen Ausführungen, eben was die EZB-Ankäufe betrifft. Vielleicht auch sogar das nachhaltige Vermögenswerte mit einem Aufschlag notieren, also man gewährt ihnen eine höhere Bewertung, lässt man ihnen zu, weil sie eben auch besser handelbar sind, weil sie eben weitere positive Kriterien erfüllen, also quasi eine weitere Art von Prämie als Bewertungsmaßstab, auch das wichtig. Dann natürlich der fundamentale Kanal, wo sind die Unternehmen in ihren Gewinn- oder sonstigen Substanzwertkennzahlen betroffen. Und wenn Sie das alles zusammennehmen, dann haben Sie natürlich Erwartungen, was die Risikoprämien betrifft, für alle Assetklassen. Sie wissen, Vermögensklassen setzen sich typischerweise aus verschiedenen Risikoprämien zusammen. Also Unternehmensanleihen sind eben eine Kombination aus Kreditrisikoprämie plus eine Prämie für Zinsänderungsrisiken, Inflationsrisiken beispielhaft. Aktien sind noch dazu on top eine Risikoprämie für übernommene unternehmerische Risiken, für politische Risiken and so on. Also Vermögensklassen bestehen ja immer aus unterschiedlichen Risikoprämien, deswegen man ja auch nicht auf die Vermögensklasse schauen sollte isoliert, sondern auf die Risikoprämien. Und dann kommt man natürlich dazu, dass man die strategischen Vermögensstrukturierungen auch unter einer Art Klimaaspekt neu berücksichtigen muss. Und das trifft nicht nur die liquiden Assetklassen, sondern auch die illiquiden. Denken Sie an das Thema Private Debt, denken Sie an das Thema Private Equity, auch Immobilien spielt das Thema ESG, insbesondere natürlich die E-Komponente Environmental, eine große Rolle, weil natürlich auch die Unternehmen perspektivisch als Mieter das Thema Corporate Social Responsibility haben. Man veröffentlicht Umweltdaten. Sie lesen ja immer wieder, dass Unternehmen sich CO2-neutral aufstellen wollen. Also das ist ein großes, großes Thema. Und die Kommunikation der Europäischen Zentralbank aus meiner Perspektive heute in diesem Punkt besonders wichtig, weil wir sehen, dass diese Trends, die begonnen haben, sich weiter fortsetzen und unabhängig davon, ob man das als Investor für sinnvoll hält, als weniger sinnvoll, ob man das ordnungspolitisch richtig oder falsch findet, de facto gesehen, die Kapitalflüsse beeinflusst es. Und hier nochmal auch eine Grafik aus einem Report des Staatsfonds aus Singapur. Und da sehen Sie ähnliches Thema, man schaut sich auch die verschiedenen Channels an, physische Risiken,
Transition Risks und Marktrisiken, also in eine ähnliche Richtung wie auch von BlackRock gedacht, und von daher private wie institutionelle Anleger werden sich mehr mit diesem Thema beschäftigen müssen, und da haut die heutige Kommunikation der Europäischen Zentralbank durchaus in diese Kerbe. Das heißt zusammengefasst, was wir auf der Anlage, auf der Zinsthematik-Seite sehen, gar nicht so viel Neues heute. Das meiste wird sowieso in der Geldpolitik im Tagesgeschäft quasi gehandhabt, die größeren Auswirkungen oder eine Bestätigung der Erwartungen sehr viel mehr in diesen klimapolitischen Themen. In diesem Sinne gibt es weiterhin viel zu tun, weil die Frage ist natürlich nicht nur, wann ist eine Prämie angemessen für ESG-konforme Vermögensklassen, was bedeutet das für die Renditen, wie sind die Wechselwirkungen, sind ESG-bezogene Anlagen einfach nur ein Derivat der Quality-Prämie am Aktienmarkt. Also hängt unheimlich viel hinten dran, was den gesamten Prozess der Asset Allocation beeinflusst, bis hin zum Thema irgendwelche Stranded Assets, also Assets, die einfach nicht mehr in den Zeitgeist passen, wo natürlich dann die Preise massiv verfallen. Also das sind große Themen. In diesem Sinne darf ich Ihnen nur das Beste wünschen. Bleiben Sie gesund. Bis bald. Auf Wiedersehen.